Ich bin der Kimi, ich bin 15 und ich habe hier einen Wochenarbeitsplatz bei Cimelli, wo ich den Roboter näher kennenlernen kann. Ja, es tut mir schon weh, dass es jetzt das zweitletzte Mal hier ist. Es war eine sehr schöne Zeit hier und ich werde es nie vergessen. Ich mache jetzt eine Lehre als Informatiker beim BIT. Und dort bin ich jetzt nächstes Jahr noch in der Schule am Programmieren lernen. Und nach die weiteren 3 Jahre in der Lehre helfe ich nachher im BIT selber nachher mitarbeiten an diversen Softwareentwicklungen. Ich werde nie vergessen, dass ich hier mit dem Roboter arbeiten konnte und halt, dass ich einen Roboter in Wirklichkeit gesehen und konnte programmieren. Also meine allererste Aufgabe hier bei Cimelli war, dass ich die Klötzchen hier von A nach B bewegen soll und nachher auch mehrere Klötzchen, die A nach B bewegen soll. Hat die Aufgabe geklappt? Ja, sehr, sehr gut sogar. Der Roboter hat letztes Mal fast eine halbe Stunde gehabt und jetzt ist er definitiv wesentlich schneller. Das liegt daran, dass ich das ganze Bilderkennungsprogramm neu geschrieben habe, sowie auch die ganz lange Task, die ich zuerst erkennen und zu lösen gleichzeitig drin hatte, aufgeteilt habe in jeweilige kleine Tasks und die nachher jeweils aufrufen, wenn sie gebraucht werden. Also jetzt die letzten 2 Mal, wo ich noch da bin, schreibe ich noch Dokumentation, dass es ganz einfach ist, das anzuwenden mit dem Rubik's Cube lösen. Und du halt noch schauen, dass es wirklich so möglichst 100% immer funktioniert, möglichst ohne Fehler.